Ich möchte nun also diese Spannungsübertragungsfunktion im diskontinuierlichen Betriebsmodus ableiten am Beispiel des Inverswandlers, weil das die einfachste ist, aber da kann man auch sehr schön die Funktionsweise sehen von diesem Hochtiefsetzsteller, dass der eigentlich Leistung überträgt. Das heißt, wir gehen aus von dieser Schaltung, Schalter, Induktivität, Diode, Ausgangskondensator, wo unser Lastwiderstand angeschlossen ist. Dieser Lastwiderstand sei jetzt größer als der kritische Widerstand. Und wir wollen uns jetzt anschauen, wie sieht diese Spannungsübertragungsfunktion, das heißt Verhältnis UA zu UE, in diesem Betriebszustand aus. Was ist der Ansatz dafür? Der Ansatz geht wieder über die Induktivität, und zwar über Strom und Spannung an der Induktivität in den unterschiedlichen Betriebszuständen. Das heißt, diese werden wir betrachten, um das zu ermitteln. Das heißt, ich male das jetzt mal auf hier. Der Strom wird dreieckförmig sein. Während der Einschaltdauer nimmt der Strom auf ein Maximum ILmax zu, um einen Wert Delta IL, und während der Ausschaltdauer nimmt er ab. Und dann, bevor der Schalter wieder einschaltet, haben wir dieses Zeitintervall, in dem der Stromverlauf 0 ist. Wir können uns auch noch mal kurz die Spannung angucken. Bei dem Hochtiefsetzsteller ist der Schalter eingeschaltet, liegt hier eine positive Spannung an der Induktivität. Dann ist der Schalter ausgeschaltet, liegt eine negative Spannung an der Induktivität an. Tatsächlich werden hier die Flächen wieder gleich groß sein. Wir haben also hier die Spannung UE, hier die Spannung UA. Achtung, UA und nicht minus UA, weil UA tatsächlich ja kleiner als 0 ist beim Hochtiefsetzsteller. Diese Flächen sind gleich. Und jetzt können wir hier die Spannungsübertragungsfunktion bestimmen. Wie gehen wir vor? Wir machen jetzt hier eine Energiebetrachtung. Und zwar schauen wir, dass wir sagen, die zugeführte Energie ist gleich der abgegebenen Energie, beziehungsweise, wenn wir es auf Leistungsebene betrachten, die Eingangsleistung ist gleich der Ausgangsleistung. Das wollen wir jetzt bestimmen. Was ist die Ausgangsleistung? Die Ausgangsleistung ist natürlich die Leistung, die hier an dem Widerstand umgesetzt wird. Das heißt, das muss sein UA² durch Erlast. Was ist jetzt die Eingangsleistung? Die Eingangsleistung können wir über die zugeführte Energie bestimmen. Tatsächlich liefert diese Eingangsquelle eine Energie an die Schaltung, und das tut sie periodisch, deswegen liefert sie eine Leistung. Das heißt, ich muss anschauen, okay, wie sieht der Strom IE hier drin aus? Und tatsächlich wird Folgendes gelten: Die Eingangsleistung ist 1 durch T mal das Integral über die Momentanleistung, die ich hier habe, von 0 bis T UE mal IE dT. Das wird die Eingangsleistung sein. Was ist jetzt aber dieser Eingangsstrom? Tatsächlich, der Eingangsstrom ist der Strom durch den Schalter. Der Schalterstrom ist aber nichts anderes als der Strom durch die Induktivität während der Einschaltzeit. Das hier wird der Schalterstrom in diesem diskontinuierlichen Betriebsmodus sein. Also kann ich den berechnen, kann also die Eingangsleistung bestimmen, kann also hier sagen, das ist 1 durch T mal das Integral von 0 bis D mal T. Weiter muss ich nicht integrieren, weil danach dieser Strom IS, der Eingangsstrom ist, gleich 0 ist. Die Eingangsspannung ist konstant, UE mal diese Ursprungsgerade Delta IL durch D mal T dT. Und wenn wir das ausrechnen, dann kommen wir hier drauf, das ist 1 durch T mal UE durch D mal T Quadrat halbe in den Grenzen von 0 bis D mal T. Oder wenn wir die Grenzen einsetzen, 1 durch T mal UE durch D mal D Quadrat T Quadrat halbe. Untere Grenze ist 0, also kommt da nichts raus. Und dann sehen wir, okay, wir können hier kürzen, wir können die beiden T's rauskürzen und wir können hier einmal das Tastverhältnis kürzen. Wir haben also hier 1/2 UE mal D, und ich habe hier vergessen, das Ganze muss noch mit Delta IL multipliziert werden. Das steckt ja hier auch drin. Das heißt, hier ist Delta IL drin. 1/2 UE mal D mal Delta IL. Jetzt müssen wir noch das Delta IL bestimmen, weil tatsächlich das hier hängt ja auch ab von den Schaltungsparametern. Wie können wir das bestimmen? Am besten über den Stromverlauf an der Induktivität. Das heißt, ich kann hier wieder einzeichnen die Steigung. Hier haben wir UE durch L. Das ist die Steigung. Und damit kann ich Delta IL bestimmen. Das heißt, Delta IL ist UE durch L mal D mal T. So ähnlich wie wir auch beim Tiefsetzsteller hier uns angeschaut hatten, wie die Stromänderung war, um den kritischen Widerstand zu bestimmen. So ähnlich können wir das hier auch ableiten aus der Grundgleichung der Induktivität. Und das können wir jetzt hier einsetzen, und dann kommen wir dazu, dass die Ausgangsleistung PE, wenn wir das dort einsetzen, 1/2 UE mal D mal UE durch L mal D mal T ist, beziehungsweise, wenn wir das ein bisschen zusammenfassen, 1/2 UE² durch L mal D². Und jetzt ersetzen wir das T durch die Frequenz D² durch F. Jetzt haben wir hier
eine Gleichung für P. Wir haben hier oben eine Gleichung für PA. Ansatz ist der Wirkungsgrad Eta gleich 1 unserer Schaltung. Dann gilt PE gleich PA und zugeführte Energie ist gleich abgeführte Energie. Und wir können dann sagen, okay, daraus folgt jetzt UA Quadrat durch R, beziehungsweise UA Quadrat durch R Last, weil wir den Lastwiderstand haben, ist gleich 1/2 UE Quadrat D Quadrat durch L mal F. Und dann sehen wir jetzt auch, woher diese Wurzeln kommen, wenn wir diese DCM-Übertragungsfunktion betrachten. Und jetzt können wir auflösen, UA zu UE Quadrat, wenn wir es auflösen, ist 1/2 D Quadrat mal R Last durch L mal F. Jetzt können wir auf beiden Seiten die Wurzel ziehen und jetzt Achtung, wir wissen, das ist jetzt eine Umformung, bei der wir zwei unterschiedliche Lösungen kriegen können. Das heißt, tatsächlich könnte hier auf beiden Seiten sozusagen ein unterschiedliches Vorzeichen stehen. Es gibt hier bloß eine Lösung. Ich hätte also jetzt Lösung plus minus Wurzel 1/2 d Quadrat rl mal l d Quadrat mal rl durch l mal f. Und tatsächlich die richtige Lösung ist jetzt, wenn wir es hier auflösen, ua zu ue ist minus Wurzel aus 1/2 d Quadrat r Last durch l mal f. Und das ist dann tatsächlich die Übertragungsfunktion im diskontinuierlichen Betriebsmodus. Warum kann ich sagen, dass hier nur dieses Minuszeichen die physikalisch sinnvolle Lösung ist? Weil ich eine negative Spannung benötige, um in diesem stationären Zustand zu sein. Das heißt, ich kann keine positive Spannung am Ausgang kriegen. Das würde nicht meiner Schaltungsstruktur entsprechen. Diese Diode kann nur einen Strom in diese Richtung führen, dass die Ausgangsspannung UA kleiner als 0 ist. Das heißt, tatsächlich durch diese Diode kann der Strom nur in diese Richtung fließen und damit den Kondensator auch nur immer so aufladen, dass wir von unten nach oben sozusagen die positive Spannung kriegen, damit von dem oberen Anschluss zum unteren eine negative Spannung. Aber genauso hatten wir ja UA definiert. Deswegen muss hier an der Stelle ein negatives Vorzeichen sein und das ist die DCM-Übertragungsfunktion für diesen Hochtiefsetzsteller bzw. den Inverswandler. Vergleichen wir das kurz hier, dann sehen wir tatsächlich, das ist das gleiche wie das, was hier steht, nur dass ich hier das D-Quadrat aus der Wurzel rausgezogen habe zu nur einem D. Das heißt, wenn Sie das umformen, werden Sie sehen, das ist genau derselbe Ausdruck. Und das ist dann also die Übertragungsfunktion für diesen Hochtiefsetzsteller. Tatsächlich kann man bei den anderen Schaltungen genauso vorgehen, wobei da es oftmals sinnvoller ist, über die Energien zu gehen und nicht so über die Leistungen wie hier.